snap, Leute. Oh, snap. Okay, wir können Kalle nicht. Wir können Kalle nicht fürs Meme. Das geht nicht, Chat. Chat, sag ich schon. Das geht nicht. Wir können Kalle. Ich war kurz davor, aber wir können Kalle nicht. Oh mein Gott, jemand wurde getötet! Okay, irgendwie. Okay, ah, halt. Und Kalle lebt! Wollen wir ihn rausholen? Yeah. Kalle. Wen? Oh, Kalle. Oh. Ey, aber Kalle, du hast Medbay gefaked. Warum? Ich hab auf der anderen Seite einen Task, witzigerweise. Ach, und ich dachte, ich muss dahin. Die ist gut. Also die Hand, was soll denn das jetzt? Nein, das ist halt wirklich. Das hat so viele. Wer war denn jetzt nicht bei Fix Lights? Wer ist nicht bei Fix Lights? Ich war da. Sven und ich waren da. Und auf einmal lag da einer. Leute, es ist gut, wenn ihr nicht da gewesen seid, weil die Leiche nicht da, ne? Ich wollte deswegen. Alle sagen so, ich war auch da! Ja, ich hab zumindest. Also ich bei mir. Ich hab das Licht gerade angemacht, ich war mit Peter, glaube ich, zuerst da. Ich war der Erste da und irgendjemand hat mir damit rumgefummelt und hat meine. Ja, also war nicht die Regel, wenn Ray stirbt, ist das Dardosh, war es nicht so? Was? Nee, tatsächlich. Also ich? Oh, hey! Ich hab die Lichter an und aus. Das ist meine Regel, das stimmt. Aber und das habe ich sogar gesehen, während ich auch die Lichter an und aus gemacht habe. Wer war noch das, da? Wer war das mit dem Stackle in der anderen Runde? An Admin. Ray. Haben wir das je raus? Das war Ray. Dann hab ich das. Pass auf. Hat Ray sich vielleicht selber getötet? Kalle, das war Kalle, also der will jetzt unbedingt, dass ich mich. Nein, Kalle, ich fand deine Ausrede sogar top. Also die war insane gut. Ich glaub dir. Genau, weil das halt echt schon viele gemacht haben. No, ich bin beruhigt. Ich hab mein Herz mir gerade runtergerutscht. Das ist wirklich. Da haben wir jetzt eine Liste von den Leuten, die da waren? Also Dardosh, ich. Ich, Mike. Gute Liste. Du, Mike. Kalle, wo warst du? Genau, wo warst du? Wo standst du? Gerade jetzt? Ja, jetzt. Ja, am Lichtding. Ach, Kalle, also auch. Wie alle anderen aufgefühlt. Nein, Jay einfach nicht. Sven und Jay nicht. Kalle wollte alle töten auf einmal, ja? Er wollte Ham gehen, natürlich. Aber er hatte cool, Maxi, das wusste wo bist er du? Nicht. Dardosh, was hast du geraucht? Aus Container raus in den Reaktor gegangen. Nils, wo bist du? Ich stand direkt in der Menge drinne. Also Nils auch, okay. Ja, natürlich. Dalu? Ich stand nicht gekillt auf jeden Fall. Jay votet sich selbst. Wie ist das? Wäre lustig, wenn nur Jay gewotet hätte. Das wäre echt unangenehm. Stellen uns mal hier mit rein. Vielleicht kriegen wir Peter. Ich möchte mich an Peter rächen. Das Ding ist halt, ich kann immer darauf plädieren, dass ich keine Ahnung habe. Oh, jetzt habe ich die Karte aufgemacht. Nein, ich hätte... Oh, shit. Jay hätte ich töten können. Oh. Aber das Gute ist, dass ich nicht getötet habe, weil Zero stand schon da. Wird so auffällig. Alarm! Dardosh ist tot! Wo lag der denn? Ich war gerade in Admin, dann bin ich rüber zu diesem Ding, wo man das Licht fixt und dann lag da vor dem Computer der Dardosh rum. Und wir sind da gemeinsam reingegangen, Kalle. Ja, und ich hoffe, das hast du gesehen. Ja, ach so, das meinst du, ja. Ja, weil ich kam nämlich gerade von unten und wisst ihr, wer mir entgegenkam? Der gute Sven. Ich wahrscheinlich, ja. Aber Sven habe ich gesehen beim Admin-Ding vorher, der hätte nicht töten können. Wo lag Dardosh? Der lag bei dem, da wo der Computer ist, da bei dem Fix-Ding, wo man das Licht fixt. Genau, bei dem Licht-Ding. Ich könnte auch Mike gewesen sein mit dem Vent-Kill. Mike kam mich gerade aus Kontamination, ich bin der Meinung, zweimal entgegen. Ich habe Dalukat ganz lange nicht gesehen und ihr wisst ganz genau, ich liebe ihn. Frage, ja. Kann man, also ich habe Admin geguckt und dann ist oben in dem Reaktor der weg gewesen plötzlich und unten in der Cafeteria aufgetaucht, irgendein Männchen. Kann man darüber wenden? Du kannst, glaube ich, auf deinem komplett perfekt, von allem. Das passt nämlich zu Dalu, ne? Nee. Ich war Laboratory, hab da diese Steinchen gemacht, war erst Reaktor, dann Laboratory, gehe da raus und plötzlich kommt mir Maxi entgegen aus Reaktor. Kann man darüber wenden? Frage du kannst die. Alle, wenn es sind, connected. Du musst nur einen Umweg. So, deswegen, also ich war mir eigentlich relativ sicher, dass vorher niemand mehr oben war. Entweder ich bin durch Kontamination hochgegangen, links gemacht, hab eine blöde Task gemacht, aber kann sein, Maxi, aber es kann auch sein, dass die Leiche liegt Electric oder Reaktor? Ja. Nee, Electric. Aber Dalu, wo warst du denn gerade? Ich war unten rechts an den Heißluftballons und bin danach die Cafeteria hochgerannt mit zwei Leuten, Jay und noch einem. Das habe ich gesehen. Aber das ist halt schon. Ja, Dizzy war da auch. Also vielleicht, also es könnte halt, keine Ahnung, ob das ein Zufall war mit diesem Admin-Ding, aber vielleicht Dalu oder Dizzy gerade gewendet. Du siehst beim Admin übrigens erst Leute, wenn sie im Raum sind. Wenn sie einen Raum betreten. Du kannst also von Reaktor nach Cafeteria laufen, ohne
irgendwo anders aufzutreten. Kalle, wer war noch mit dem, wer war noch mit dem bei dir hier oben? Ich bin ja gerade erst hingekommen. Zero. Also Sven noch ist jemand? Runtergelaufen. Ja, lass uns doch erstmal ich war Greenhouse bleiben. Und dann Admin. Ich war die ganze Zeit auch Admin und hab mir halt da angeguckt. Das kann ich bestätigen. Die beiden, ey. Die beiden. Peter? Ach scheiße, wollen wir einen Double Kill machen, Dalu? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so smart war, was ich gemacht habe, aber keine Ahnung. Wir haben halt nichts gesehen. Maxi, wo bist du? Jo. Bin direkt, also ich bin wieder hochgegangen. Ich wollte nicht mit dir allein in Kontamination sein. Okay, ich dachte schon, du bist gewendet. Ich bin echt verwirrt. Jay, liegt die ich Leiche? Ich muss sagen, also. Ja, wo ist die Leiche, Mike? Erzähl doch mal. Ja, genau. Ich wollte dich nämlich fragen, weil ich dich gerade erst gesehen habe, wie wir beide in Dekontamination rumlaufen. Ich hoch, du runter. Das heißt, genau hinter mir muss die Leiche sein, oder? Genau, das wundert genau. Mich nämlich auch. Also genau, das ist nämlich, genau das ist nämlich ja. Die Fix. Für mich entweder auf, ein Self-Report oder jemand ich läuft noch hinter mir. Anscheinend vor Kontamination. Ich bin runtergegangen. Von dem Reaktor. Bei genau. Mir waren Sven und Maxi. Ja, so, genau. Dann gehen die Lichter aus. Ich komme, ja. Ich gehe da unten entlang aus der Kontamination raus. Kommt mir jemand mit M entgegen? Ja, ich. Mehr habe ich nicht gesehen. Ich konnte nee, das also nicht ich erkennen. Muss, aber ich dachte mir so, Mike. M, okay, müssten ja Mike sein. Ja? Ja. Und dann gehe ich nach ich oben, wollte die Lights fixen. Hab Report gedrückt. Das heißt, Mike kam mir entgegen und hat nicht die Lights gefixt. Für mich ist es Mike. Oder die. Wo war nee, die nee, nee, stopp. Ich hab die Lights wirklich nicht gefixt, weil ich nur noch eine Aufgabe habe. Die ist zwischen Reaktor und Laboratory, die wollte ich machen. Bin hochgelaufen, du bist mir entgegengekommen. Du hast 2 Sekunden später auf Report gedrückt. Heißt für mich, entweder Self-Report oder da war noch jemand, der mir nachläuft, der gekillt hat. So, sind jetzt, ist jetzt und eine jetzt, oder sind zwei tot? Jetzt sind zwei gestorben, wenn ich das richtig sehe. Ray und. Dadurch. Nee, Ray war am Anfang schon tot. Achso, Ray war der Erste, genau. Wann ist nur Peter einer gestorben? Wollen wir auch wieder fertig mit den Aufgaben? Emergency Call machen gleich direkt. Ach nee, aber vor allem, Mike, nee, warum hast du denn alle Tasten oben im Reaktorroom nicht gleichzeitig gemacht? Du bist einmal daraus rausgelaufen, wo ja, ich gesagt gemacht habe. Ja, weil Report kam, ich eine Maria wieder war. Nee, Leute, macht die Emergency Call, lass uns mal reden. Wo war denn Dizzy in der ganzen Bumse? Ja, lass uns doch mal reden, bitte. Ja, deswegen. Ja, da, ich hab... Ihr seid so los! Kann ich das nicht? Emergency meetings cannot be called during crisis. Fuck! Nee! Dann muss ja einer die Lichter fixen. Okay, Moment. Finally, Dalu raus. Hat die ganze Zeit, ja, Dalu hat das ganze Zeit Licht sabotiert. Danke. Die ganze Zeit ging mir so auf den Sack mit der Sau. Ich hab dich versucht, die ganze Zeit anzumachen. Nein. Du hast alle ausgehört. Hast schon drei Leute gesehen. So ein fucking Troll. Wollt ihr mich jetzt echt blamen dafür, ihr beide? Ja, instant. Drei Leute. Nein, ich mal mit. Sven doch auch. Ich werde hier Sven, beschissen. Jay und ich. Alter, ich bin so häufig hoch und runter. Ich bin runtergegangen, ich hab den roten Knopf gedrückt. Da kam dann, man kann den roten Knopf nicht in der Krise ist, drücken. Ja, genau. Das hatte ich auch. Kriminelle Sache von euch. Das hat mich so geärgert. Ich finde das so ärgerlich. Also das ist jetzt hier. Ich fühle mich aber auch verarscht, muss ich sagen. Dazu werde ich aber später noch was sagen. Also das ist beschissen. Ich, komm. Wo warst du denn? Ich war Reaktor. er gibt dem Boss halt noch eine Chance, glaube ich. Das ist halt das Einzige, was er jetzt macht. Aber okay. Und danach Dizzy oder was? Ich stand unten die ganze Zeit an dem Knopf. Ich wollte den Emergency-Knopf drücken, weil mich jemand gefragt hat, wo ich war. Ich aber Riot. Ich glaube nicht, dass da ein Imposter ist, aber ich glaube, er trollt halt einfach sehr hart rein. Als ob der was ist denn der Troll? Ich bin nicht Imposter. Ich hab doch nur das Licht an- und ausgemacht. Dizzy! Danach schmeißt ihr mich raus, ihr Verräter. Ey, ich hab keine Ahnung, was da oben passiert ist. Ich will mich nicht verarschen. Ich bin so am Arsch, ey. Yes. Können wir das bitte ausdiskutieren? Ja, wie wollen wir das ausdiskutieren? Was wollen wir? Ich will jetzt noch meine letzte Task machen. Dalu ist ein fucking Troll. Ja, aber warum habt ihr denn jetzt Dalu gerade rausgeschmissen? Weil ich wollte mal gucken, was Dizzy jetzt so sagt. Weil der die ganze Zeit das Licht ausgemacht ich stand, hat. Ey, Leute, ohne Scheiß, ich stand die ganze Zeit unten an diesem Knopf. Ich wollte das erste Mal... Ja, und bei dem Mord vorhin, wo du nichts gesagt hast? Welch warte mal kurz. Dizzy, du standst die ganze Zeit beim Knopf und hast es trotzdem nicht hingekriegt, den zu drücken, bevor ich aus der Besenkammer rausgelaufen war, Mager, als das Licht wieder anging. Mager, weil oben die ganze Zeit irgendwas mit dem Licht gemacht wurde und dort die ganze Zeit stand, ich kann nichts machen. Und dann bist du da hochgerannt wieder? Ja, und dann bin ich da hochgerannt, okay. Weil mir das auf den Sack ging, dass da die ganze Zeit stand, hier ist eine Crisis. Und dann war dieser Pfeil auf dem Bildschirm und bin ich hochgelaufen. Und dann wurde das Meeting ja gecallt. Ich vertraue Sven und Maxi irgendwie in der Runde. Was willst du da machen?
Ey, ohne Scheiß, ich stand eben gerade schon wieder aber an dem Tisch für das Meeting. Aber nichts, wir haben keinen. Ich habe halt auch nichts, habt ihr denn jetzt noch? Ich habe nur die letzte am Launchpad. Also ich habe jetzt aber auch, also ich glaub, kann auch jetzt nicht irgendwie was sagen, warum es Dizzy sein sollte. Das ist halt so. Das nee, genau, geht das halt kann nicht. Also auch nicht, außer dass er die ganze, ich ihn nicht einmal gesehen habe. Also ich bin übrigens Maxi total froh, dass wir Dalu rausgevotet haben, auch wenn der Crewmate. Ja, das ist generell ganz okay. Aber wir gehen jetzt mit Maxi einfach zum Launchpad. Er macht das wie Kacke im Ohr. Sehe ich das richtig? Wenn er redet. Also, ja, ich glaube, ja. Oh, Jay, dafür, es tut mir leid, Jay, aber... Komm, dann hau ich ihn jetzt auch raus. Was machen wir denn jetzt? Ja, dann, wenn er nicht votet, nachher votet ihr mich da raus. Dann nehme ich jetzt Dizzy. Also ich dann gehen wir zum Launchpad und machen das. Ja, ich muss nur noch die Schildkröte einmal okay sagen. Oh, Mann, ey, so eine Scheiße. Fuck, ey. Ich muss ja irgendwie gucken, das ist ja scheiße. Die bleiben halt alle zusammen, denke ich. Sehr gut. Ich bin so verwirrt. Also, Dizzy, ich bin so sauer auf dich. Dizzy, ich bin so sauer auf dich. Warum? Du hättest nur einen töten müssen. Ist also egal wie. Warte! Jetzt? Und nein, als ich auch noch am Leben war. Ich war am Licht und hab's ausgemacht, damit die kein Emergency callen können. Aber wenn ich am Licht bin, geht mein Kill-Cooldown nicht runter. Ey, das stand zweimal in dem. Das stand zweimal in dem Raum und ich wollte das. Ist egal. Ich wollte diesen. Ihr hättet gewonnen. Es wäre instant vorbei, hättest du einen gekillt. Oh, das weiß ich doch nicht. Also, lass ich kurz zurückgehen. Dalu und Nils sind die Bösen. Ja. Und ich finde es so geil. Ich konnte nicht Jay, weil ich war am Licht. Jay war so übelst verdächtig in der Aufnahme davor. So übelst mit dadurch die Aufnahme. So übelst. Keiner hat ihn gewählt. Ich werde jetzt so beschuldigt. Alle Worte, Mike muss gewesen sein, weil du hast zwei Sekunden vorher in der Nähe. Ja, Mike, dann kann ich sagen, ich werde die andere abgestochen. Am Ende. Ey, Kalle, sorry fürs Gut, Jay. Ja, aber weil du mir halt entgegengekommen bist und nicht die Lichter angemacht hast. Ich habe doch halt sehr offensichtlich. Ja, weil ich die Lichter nicht anmache, weißt du, warum ich die Lichter nicht anmache? Ich mache die Lichter dauernd nicht an, als irgendwer macht. Schön, es lag aber die Leiche bei den Lichtern. Reduziert. Ja, aber ich sag ja, ich geb's ja sofort zu. Ich sag, Jay, ja, du hast recht, ich kam dir entgegen. Für mich muss das ein Self-Report sein. Ja, du oder jemand war hinter mir. Eins und beiden, also... Also nur zum Verständnis, hättest du irgendeinen gekillt, einfach mitten in der Menge, wäre direkt aber das Spiel vorbei gewesen. Ah, zwei. Sorry, ich hab mich so gedacht, du brauchst hier für Content da, du Nein, Alter. Ich war ja gefesselt am Licht, also weil mein Kill-Cooldown geht ja nicht runter. Und deswegen habe ich am Ende sogar versucht, Licht auszumachen, kurz das Fenster zu schließen, um eine Sekunde Kill-Cooldown zu reduzieren, dann wieder anzumachen. Aber da warum hast du nicht einfach das aufs Licht geschissen, dein Kill-Cooldown? Weil Emergency, die hätten Emergency callen können. Ich bin die ganze Zeit nur rumgelaufen, ehrlich gesagt, während das Licht aus war, und hab die ganze Zeit Report gespammt. Einfach also nur, dass Emergency Cooldown wäre vorher gewesen, Peter. Okay. Siehst du ja links. Emergency Cooldown 20 Sekunden, Kill Cooldown 22,5. Und solange Licht aus war, konntest du keinen anderen Sabotage machen. Meinst du, die hätten direkt Emergency Cooldown gemacht, oder was? Ja, also das war ja der Plan eigentlich. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr sauer auf Nils, dass er mich getötet hat. Und ich bin auch sehr sauer auf Dalu, dass er mich nicht getötet hat. Bagger, ich wollte dich in der ersten Runde schon töten. Ich wollte dich in der ersten Runde töten. Ich bin zum Endgame mitgenommen. Ich wollte sogar Jay in der nächsten Runde töten. Und ich hatte Mitleid mit euch, weil ihr so viel gestorben seid die ganze Zeit. Und habt dann so viele safe Kills. Du musst mich immer auf den Kicker haben. Was soll das? Entschuldigung, du standst allein im Raum, total nackig, rot wie du aber warst, empfänglich für den Tod. Muss er mich töten? Und Dalu wollte dich abdrücken. Moinsen, Baggers und Margarinen, willkommen! Wir sind ja am Ende, ne? Tschüss! Nein, Spaß beiseite. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Ganze mir schließe. Moinsen und Baggers und Margarinen ist so mein Einführungsding, aber was sagt man denn, wenn man Schluss macht? Ich weiß es nicht, außer du hast den Müll nicht getrennt. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Es hat mich, es freut mich wirklich sehr, dass es so gut bei euch ankommt und ihr das auch so gut annehmt. Dankeschön für das ganze Feedback mit den Däumchen, denn Däumchen sind ein Träumchen. Also egal, ob nun positiv oder negativ, das ist für mich immer ein sehr gutes Feedback und auch ein sehr guter Anhaltspunkt, um zu schauen, wie ihr das so annehmt. Danke auch für die ganzen Kommentare und das Feedback. Falls ihr da an der Stelle auch nochmal was habt, könnt ihr das sehr gerne an mich durchreichen. Und wünsche euch sehr viel Spaß bei den nächsten Folgen, die wir dann bestimmt auch irgendwann nochmal aufnehmen werden und die auf euch zukommen.
Ansonsten wünsche ich euch, wann auch immer ihr das schaut, einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann, was auch immer ihr gerade tut. Genießt es. Dankeschön, dass ihr bis hierher geguckt habt und bis dahin. Aus der Reihe.